Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und Geist. Geschätzte Gläubige, ich begrüße euch, freuen wir uns gemeinsam, dass wir in diese Zeit der besonderen Gnade eingetreten sind. Die Zeit des Advents, die Zeit, das eigene Herz wieder ganz neu auszurichten, zu bereiten, mit dieser Bitte, mit dieser Herzensbitte, dass wir offen werden, das Licht des Himmels alle Dunkelheiten auch unserer Seele erreicht. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Hilf uns Gott, dass wir voll Freude in diesen Tagen die Ankunft deines Sohnes erwarten. Nimm alle Trägheit von uns und mach uns bereit zu wachen und zu beten, damit uns Christus nicht schlafen findet, wenn er kommt und anklopft. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. An jenem Tag wird, was der Herr sprossen lässt, für alle Israeliten, die entronnen sind, eine Ziede und Erde sein. Die Früchte des Landes sind ihr Stolz und Ruhm. Dann wird der Rest von Zion und wer in Jerusalem noch übrig ist, heilig genannt werden. Jeder, der in Jerusalem in das Verzeichnis derer, die am Leben bleiben sollen, eingetragen ist. Wenn der Herr durch den Sturm des Gerichts und den Sturm der Läuterung von den Töchtern Zions den Kot abgewaschen und aus Jerusalems Mitte und Blutschuld weggespült hat, dann kommt er. Und über dem ganzen Gebiet des Berges Zion und seinen Festplätzen erscheint bei Tag eine Wolke und bei Nacht Rauch und eine strahlende Feuerflamme. Denn über allem liegt als Schutz und Schirm die Herrlichkeit des Herrn. Sie spendet bei Tag Schatten vor der Hitze und ist Zuflucht und Obdach bei Unwetter und Regen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Voll Erbarmen wird das Fliehen Gott auf hohem Himmelsgrund. Alle Menschen sollen ziehen Gottes Heil in seinen Sohn. Gottes Engel, I
Halleluja. 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 Kommt uns zu Hilfe, Herr, unser Gott. Lass dein Angesicht leuchten, dann sind wir gerettet. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus nach Kapharnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn: Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Da antwortete der Hauptmann: Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich muss Befehlen gehorchen, und ich habe selber Soldaten unter mir, sage ich zu dem einen: Geh, so geht er, und zu einem anderen: Komm, dann kommt er. Und zu meinem Diener: Tu das, und er tut es. Jesus war erstaunt, als er das hörte, und sagte zu denen, die ihm nachfolgten: Amen, ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemand gefunden. Ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Gläubige, das große Wort des Advents heißt kommen, ankommen. Heute hören wir auf die Bitte des Hauptmanns das Versprechen Jesu: Ich will kommen und ihn gesund machen. Ja, das ist die Absicht Gottes. Er will bei uns ankommen und uns gesund machen. Der Hauptmann hat recht gesprochen. Wir sind nicht würdig, wir sind nicht in dieser Göttlichkeit schon. Aber deshalb ist ja der Herr Mensch geworden, uns gleich in allem außer der Sünde, damit er bei uns ankommen kann, damit er uns heil machen kann, damit er uns würdig machen kann, einzutreten in die ewige Glückseligkeit. Nehmen wir uns das heute mit. Diese Bereitschaft des Heilands, dass er zu uns kommt, dass er immer da ist, da sein will. Von unserer Seite braucht es die Wachsamkeit, dass wir das Herz öffnen für ihn. Das wollen wir heute üben. Wir wollen heute so leben, dass Christus mit seinem Heil stets bei uns ankommt. Dann können wir auch unsere Mitmenschen etwas von diesem Heil spüren lassen. Amen. Christus, kommt in unsere Welt der Krankheiten, der Enttäuschungen, der Kriege. Er kommt, um uns zu heilen. Darum rufen wir: Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die Kirche, bei der die Armen und Beladenen von Vertrauen Hilfe suchen. Christus, erhöre uns. Für die Völker, die von Gewalt bedroht und von Ungerechtigkeit bedrückt sind. Christus, erhöre uns. Für uns, die voll Zuversicht auf dein rettendes Kommen warten. Christus, erhöre uns. Für die Kranken, die unter Schmerz leiden und um Heilung bitten. Christus, erhöre uns. Wir beten heute auch besonders mit Familie Josef Bindreiter für verstorbene Eltern und Geschwister.
Christus, erhöre uns. Denn du sprichst recht im Streit der Völker. Dir vertrauen wir und bekennen dich als unseren Retter, heute und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen in Stille die Gaben bereiten, in der Stille unser Herz öffnen. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen. Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes,
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich will kommen und dich gesund machen, spricht der Herr. Komm, Herr, such uns heim mit deinem Erbarmen, dann wird unsere Freude vollendet sein.
Erde jauchze, auch die Wonne, bei dem Strahl der neuen Sonne. Bald erfülle ist die Zeit, macht ihm euer Herz bereit. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Seien wir heute achtsam, dass der Heiland stets bei uns ankommen kann. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden.